Was geht ab? Heute gibt es eine ganz besondere neue Folge. Und zwar heute ist der Luca dabei. Hi. Und ihr seht auch Luca tatsächlich. Der ist tatsächlich bei uns im Studio mit dabei. Und zwar im Arizona Studio und sitzt da einfach direkt neben mir im Nebenraum. Erklär, wie hast du das hierher geschafft, Mann? Ich habe mich einfach im Shop beim Newsletter angemeldet und dann wurde ich angenommen. Und jetzt bin ich hier. Genau. Und deswegen machen wir hier eine kleine Testaufnahme. Deswegen seid nicht zu hart zu Luca. Er macht hier gerade seine ersten Gaming-Videos mit uns gemeinsam zusammen. Und wir machen so ein bisschen Training. Und wir spielen heute ein ganz besonderes Spiel. Luca, wir müssen hier die Noobs suchen. Ich weiß nicht, hast du dieses Spiel schon mal gespielt? Nein, noch nicht. Ich nehme mich auch nicht. Aber ich glaube, das sind zum Beispiel, das der Typ hier, das ist ein Noob zum Beispiel. Und den muss man dann, glaube ich, anklicken oder so berühren. Und dann, yo, ist das der Gangster-Noobie? Und so müssen wir die jetzt quasi eigentlich alle finden. Und es gibt nebenbei noch diese Punkte. Und weißt du, was man auch noch machen kann? Ich habe schon gelesen im Spiel, du kannst hier irgendwie einen Code eingeben. Und dann muss man irgendwie, wenn man Danke eingibt als Code, kriegt man direkt Geld, habe ich gesehen. Ich glaube, wenn du da Danke eingibst, oder Danke, alles groß geschrieben, dann kriegst du da irgendwie Geld. Ungültiger Code abgelaufen. Oh nein, die sind alle abgelaufen. Danke ist I love magic. Oh, der funktioniert. Hey. Welcher Code? Also der letzte Code, der I love magic. Warte. Ist cool, dass ich einfach so vorbeikommen kann, warte. I love magic. Alter, siehst du, jetzt hast du 500 Punkte bekommen. Okay, alles klar. So, Luca, bist du ready oder was? Also, wir müssen jetzt auf jeden Fall die Noobs finden, das ist wichtig. Wir haben jetzt einen Gangster-Noob schon gefunden, aber es gibt noch einige andere Noobs, die wichtig zu finden sind. Es gibt auch irgendwie noch andere Leute, die irgendwie viel, viel mehr Noobs... Da, die Oma! Wir müssen zur Oma gehen. Lass die Oma holen. Hast du gesehen? Wir müssen hier durch die Küche. Und da ist noch ein Noob. Der Deep Noobie! Und, wer ist das? Oma-Noobi. Sag Bescheid, wenn du nochmal einen Noobi gefunden hast. Also, ich glaube, das sind aber die leichtesten. Ich glaube, es gibt leichte und schwierige, weißt du, ich meine? Da hinten, ich sehe einen. Hast du noch einen gefunden, ne? Bei mir. Aber guck mal, du kannst auch unten auf dieses Inventar draufdrücken, dann siehst du so, welche Noobis du schon gefunden hast und welche nicht. Und es gibt manche, die richtig hart, hart versteckt sind, so. Welchen hast du da noch gefunden gehabt? Hier bei dem Staub. Bei dem Staub? Ah, warte mal, der hat doch sogar so ein Fragezeichen. Der hat sogar eine extra Quest. Bruder, hilf mir, sagt Reinigungs-Noobi. Du hilf mir, diese Restaurant zu putzen. Okay, ich will. Was? Wie reinige ich sonst dieses Restaurant? Du musst deine Kleidung benutzen. Machst du Witze? Nein, Mann, ich bin wirklich ernst. Willst du? Wollen wir machen oder wollen wir nicht machen? Lass machen. Ich werde es tun, was auch immer es ist. Oh mein Gott, jetzt müssen wir das ganze Ding hier einfach sauber machen, oder was? Hä? Ach so, mit E kannst du so... Oh! Alter, man kann sich einfach so selber auf den Boden legen. Machst du das auch? Ja. Alter, das dauert richtig lange, Mann. Ich habe jetzt einfach so mit einmal sauber machen, habe ich jetzt erst so 7% gemacht. Wie viel Prozent hast du? 14. 14, ich habe jetzt auch 14. Das ist so nervig, dass man das auch immer dreimal machen muss. Okay, ziehen wir mal durch. Die Tische auch. Die Tische auch, oh nein, Mann. Oh, man kann auch die Tische aufräumen. Du kannst diese, wenn du die Teller aufräumst, kriegst du auch richtig viele Prozente. Ah, das gibt richtig, ich bin jetzt schon bei 86%, Mann. Was ist das eigentlich für ein Restaurant? Was kann man hier überhaupt essen? Das ist sowieso Frühstück und sowas kann hier essen, okay. Yeah, ich bin durch, ich hab 100%. Luca, ich war schneller. Okay, alles klar, dann wisch mal dort den Boden. So dumm, dass man sich einfach so auf den Boden legt, gell? Egal, wir gehen drauf. Hast du fertig? Ja. Wow, erstaunlich. Ich glaube, jetzt haben wir ihn, oder? Reinigungs-Noobi! Perfekt, Mann. Richtig nice. Alter, was ist das für einer? Zombie? Was ist das für einer? Ah, nee, das ist ein Spieler, Mann. Oh mein Gott, warum sieht der... Oh mein Gott, ist der gruselig, Mann. Der sieht aber... Oh mein Gott. Hast du es gerade gehört? Der ist richtig laut, Mann. Ja. Yeah. Oh mein Gott, Alter. Oh, ich kenne einen geheimen Noobie. Oh, du hast jetzt auch einen Skin. Ja. Yeah. Hey, wie hast du den Skin bekommen? Du musst aufs Inventar klicken und dann die Skins, die du hast, musst du draufklicken und dann auf jetzt verwandeln. Ah. Oh, nice, Mann. Warte mal. Das heißt also, ich bin jetzt die Oma. Oh mein Gott, ja. Ich wollte schon immer die Oma sein. Hier, was ist das für einer? Kassierer-Noobie. Okay, nice. Hier oben ist auch noch einer. Hast du oben noch mal einen? Guck mal, wenn du im Inventar guckst, es gibt Noobie-Malen. Das ist eine Tafel und diese Tafel ist eigentlich hier an der Wand unten. Siehst du das? Die Tafel oben. Aber ich kann nicht springen als Oma. Wie kann ich mich denn... Ja. Ich verwandle mich jetzt mal kurz in den Kassierer-Noobie. Ah, jetzt kann ich auch wieder springen. Tada! Yes! Noobie malen. Zum Glück haben wir den noch mal berührt. Warte mal, kann ich mich jetzt einfach in diese Noobie-Malen-Tabelle einfach verwandeln? Glaub. Nice, Mann. Guck mal, wie ich laufe. Das ist ja überwitzig, Alter. Hallo, ich bin eine Tafel. Ciao. Okay, warst du oben schon im Laden? Ja.
Was war da oben? Irgendeine am Tisch. Ah, die mit den blauen Haaren? Ja. Nice, Mann. Das ist die weibliche Noobie? Wow. Hä, das heißt, wir haben schon 7 von 62. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind nicht so schnell, Mann. Luca, wir müssen ein bisschen mehr. Setz mal deine Froschpower ein oder so. Siehst du auch diese Zahl hier an der Wand? Welche? Die hier? Ja. Nee, ich habe da keine Zahl. Wieso, was steht da bei dir? Bei mir steht da eine 2. Eine 2? Ja. Hey, bei mir steht da gar nichts. Hä, warum hast du da eine Zahl und ich nicht? Warte, aber hier gibt es noch einen geheimen Raum. Wenn du durch den Laden durchgehst, nach hinten, gibt es so eine Treppe, die du hochlaufen kannst. Bist du ja schon mal hochgelaufen? Ich komme. Doch, hier muss irgendwas sein. Hier ist ein geheimer Knopf oben. Warte, ich warte oben auf dich. Weil hier ist ein Knopf, den kann man drücken. So hier hinten quasi. Ich drück dir mal. Wo ist der Knopf? Hier. Der leuchtet jetzt grün. Hier. Und jetzt ist irgendwas passiert, Mann. Nee, ist was... Oh, Alter, hier hinten ist nochmal ein geheimer Knopf. Oh mein Gott, jetzt bin ich runtergefallen. Hey, warte mal, wenn du hier hinten runterspringst, dann ist hier nochmal ein geheimer roter Knopf. Wollen wir den mal drücken? Ist jetzt ein... Ja. Das ist jetzt sehr random. Guck mal hier. Lass mal den da drücken. Etwas öffnet sich. Aber wo? Ich glaube, hier links. Ja, gell? Hast du es gehört? Das waren wie so Stein... Ja. Steingeräusche. Ah, wo? Hier geradeaus. Ah, da ist auch nochmal einer. Stimmt. Der hat so einen Hut an. Ein geheimer Nubi. Nochmal einen gefunden. Der Lebensmittelinspektor Nubi. Alter, nice, Mann. Hä, aber was haben wir jetzt damit geöffnet? Glaubst du, drin im Laden ist jetzt was offen? Da muss jetzt irgendwo ein Geheimgang offen sein. Glaubst du, im Laden gibt es so eine geheime Tür? Oder vielleicht oben, weil da gab es so einen Geheimraum. Also nochmal die Treppe quasi hoch. Hier ist es aufgegangen. Wo? Wenn du die Treppe... Hier ist so ein Spalt offen. Das ist echt neu. Aber hier kommst du nicht durch. Doch, du musst so seitlich reingehen. Alter, das ist so ein geheimes Wohnzimmer oder sowas. Yo, crazy. Hier, im Regal. Hier ist was. Kann man das drücken? Ah, das nee, ist so eine Roblox-Figur. Achso, das kann man freischalten. Spielzeug-Nubi, no way. Krass, Mann. Wir haben einfach so einen geheimen Raum einfach jetzt aufgemacht und einen Spielzeug-Nubi gefunden. Da. Ja, und es war noch einer. Wo? Tatsächlich, Mann. Oh, oder? Also, aber der hat bei dir nichts gemacht, ne? Nee, der macht nichts. Ich glaube, das ist kein richtiger Nubi. Ich bin die ganze Zeit dieses Bild hier. Du bist echt die ganze Zeit dieses Bild und ich bin der Reinigungsmann einfach. Hier gibt es eigentlich noch welche, die so geschenkt sind. So in den Läden und so. Guck mal, der Axtmann zum Beispiel. Aber ich glaube, oh, das ist auch einer, der eine Quest hat. Lass bei dem noch Quest machen. Kauf etwas. Hey, hier kann man sich was kaufen. Was sollen wir kaufen? Schneide durch Bäume wie Butter. Achte nur auf deine Zehen. Hey, ich würde die Axt kaufen. Kaufst du dann das Dings? Das Feuerzeug? Ja. Okay. Dann kauf ich hab jetzt die Axt. Yeah. Ich hab das, du bist schneller, wenn du neben den Knopf auf deinem Inventar drückst. Ja, dann kann man so sprinten, ne? Hui. Alter, hier gibt's, guck mal, Chilling Noobie. Alter, hier sind richtig viele Noobies unterwegs, die man alle berühren kann. Ah, du musst da hinten auf, neben dem Sprint-Button ist so Einzelteile. Da klickst du drauf und dann ist da deine Items. Ah ja, genau, ausrüsten. So, jetzt habe ich die Axt ausgerüstet. Ich gehe jetzt aber nochmal kurz zurück zu dem Ort, wo wir waren, weil da gab es nämlich noch ein paar Noobies, die ich noch nicht berührt habe. Und zwar, es gab nämlich so einen Berg-Noobie, der noch so eine Spitzhacke hatte. Den habe ich noch nicht berührt. Alter, da ist sogar eine 2. Und hier ist eine Höhle, Mann. Wollen wir durch die Höhle laufen? Und guck mal, was ich dir zeigen wollte. Hier um die Ecke ist nochmal ein Noobie. Der hat auch nochmal eine Quest. Können wir nochmal draufdrücken? Ich brauche deine Hilfe. Kannst du mir bitte meine Karotten ernten? Ja, komm, können wir machen, oder? Ja, lass machen. Let's go. Oh, 40? Okay. Hier sind überall Zahlen bei mir. Hast du so viele? Hier ist eine und da oben bei der Höhle ist noch 8. Ah, ja, ich sehe auch die ganze Zeit Zahlen. Oh mein Gott, ich habe so viele Karotten hier gerade rausgezogen. Ich habe jetzt schon 19 Stück gesammelt. Warte mal, wenn ich die rausziehe, werden die so, bei dir auch rausgezogen? Ich habe eine andere Quest. Hast du eine andere Quest bekommen? Ich hab eine andere Quest angenommen vorhin. Ich mach jetzt mal hier kurz diese Dings-Quest fertig. 39. Okay, das heißt, du musst erst eine andere Quest fertig machen, damit du... Hast du die Quest von dem... Holzfäller. Holzfäller, was musst du da machen? Ja, Holzfällen. Oh, warte mal, ich gebe mal kurz die Quest hier über diesen Karotten. Typen ab. Wow, danke, Junge. Mein Vergnügen. Tada! Farmanubi freigeschaltet. Oh, Junge, es läuft ja wie am Schlicht. Warte, ich mache mit dir zusammen die Holzfäller-Quest. Gucken wir mal, wie die funktioniert. Hey, bist du beschäftigt? Nein, was brauchst du? Ich brauche Holz. Wie viel? 50 Holz. Wow, so viel. Deswegen muss man die Axt kaufen. Wie macht man das denn jetzt mit dem Holz? Ach, hier, hacken. Aber warte mal, kannst du auch Bäume fällen? Ich brauche erst eine Axt. Ich habe noch keine. Kannst du dir eine Axt leisten? Hast du genug Geld dafür? Ja, jetzt habe ich wieder gar nichts. Okay, nice. Okay, dann lass noch kurz diese Holz-Axt-Quest machen, ne? Und dann bekommen wir den Nubi auch. Und dann gehen wir noch durch die Höhle durch, um dann noch ein paar Nubis zu finden. Wir müssen mehr Nubis finden. Luca, mehr Nubis. Das wäre eigentlich schon nicer, wenn man da auch einfach so nur gedrückt halten könnte. Aber man muss ja immer so quasi jeden Baum immer einzeln hacken. Ich spamme mal eh. Ja, ich spamme auch eh. Ich bin jetzt bei 35. Mal gucken, ob der Baum mir hier was Gescheites gibt. Weil dann wäre ich vielleicht... Oh yes! Bin bei 42. Ich habe gar keins bekommen.
Yay! Gar keins? Ich habe einen Baum abgebaut, ich habe gar keins bekommen. Oh, okay. Nee, das hatte ich nicht. Aber ich habe jetzt tatsächlich hier schon mal die Quest fertig. Ich kann dir noch ein bisschen seelischen Beistand geben. Wie viel hast du bisher? 33. 33. Ich sammle so lange ein bisschen Geld einfach. Ja. Krass. Oha, habe ich viel bekommen. Mir fehlt noch 4 Holz. Da perfekt! Hab ich alles. Dann mach doch einen Baum, dann hast du's. Also meine Idee ist, dass wir dann vielleicht gleich noch auf die Häuser springen können, weil ich glaube, da oben ist nämlich noch ein Katzen-Nubi. Da können wir gleich noch hingehen. Da oben sind so 2 Nubis, siehst du? Ja, ja. Mach erstmal die Holzquest fertig, damit wir weitermachen können. Ist kein Baum mehr. Mir fehlt 4 Holz. 4 Holz! Hier sind keine Bäume. Egal, wir können ja so lange noch die andere Dings kurz holen, die andere Katze. Lass mal hier hochgehen, weil ich glaube, hier oben auf den Dächern, bang bang, wenn man hier so rüber springt, ist da nämlich ein Katzen-Nubi. Da. Die kann man auch nochmal kurz berühren, aber da muss man irgendwie an den... Tada! Kätzchen-Nubi! Und dann hier ist ein Baum. Hast du? Oh mein Gott, endlich. Ja, jetzt habe ich alle. Let's go! Dann geben wir jetzt nochmal kurz die Quest ab und ich glaube, dann kriegen wir den Holzfäller-Nubi auch. Das war eine echt nervige Quest, oh. Mann. Alles klar. Dann können wir ihn freischalten. Holzfäller-Nubi! Perfekt. Nice. Ich habe hier was gefunden. Wo bist du denn? Am Holzfäller drin. Zeig mal. Hier hinten, da brauchst du ein Feuerzeug dafür. Das hier? Für das Eichen. Oh, das ist so TNT? Oh ja. Mach. Schalte zuerst dein Feuerzeug an. Ach so. Oh. Warte mal, oh Gott. Warte mal, ich muss mir auch ein Feuerzeug dafür kaufen. Explodiert das jetzt einfach bei dir? Oh, hier ist ein Keller. So ein Loch nach unten. Warte kurz, ich muss auch kurz. Ey, ich habe nicht genug Geld, um mir ein Feuerzeug zu kaufen. Warte, ich muss noch Geld sammeln. Warte, ich bin gleich da und mach das mit dem TNT auch. Dann können wir kurz zusammen machen. Okay, ich habe jetzt 200, endlich. Ah, ich muss ein Feuerzeug schnell kaufen. Okay, oder? So, 200, gekauft. Ich muss es aber auch erst anmachen, das Feuerzeug, ne? Ja. Wie mache ich das an? Ich klicke da drauf. Oh, nice, jetzt ist es an. Und jetzt anzünden. Ja. Oh mein Gott. Stirbt man da, wenn man da daneben steht? Nee, ne? Ich kann sagen. Piep, piep. Oh mein Gott, ich bin gestorben! Oh mein Gott, das war so dumm. Bist du drin? Bist du im Keller? Ich bin reingefallen. Okay, ich auch. Oh mein Gott, das ist wirklich ein geheimer Keller. Hier ist einer. Verlassener Nubi. Verlassener Nubi? Wo hast du den? Oh hier. Mein Gott, ist es der ganz... Oh nein, der ist so traurig. Oh mein Gott. Verlassener Nubi! Ist der Ofen gerade auch bei dir aufgegangen? Ja, warte. Ich hab den Ofen bei mir angemacht, aber es gibt ja auch noch einen zweiten Lichtschalter, den man drückt. Ne, kann man nicht drücken. Ja, es gibt diesen Ofen da. Kann man da reingehen? Hier ist so ein TNT. Oh mein Gott! Ich bin im Ofen! Ich verbrenne! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Schau dir das an! Schnell den Ofen wieder. Sei immer vorsichtig, wenn du etwas tust. Oh ja, ich bin auch gestorben. Bist du auch im Ofen verbrannt? Ja, leider. Oh mein Gott. Sei immer vorsichtig, wenn du etwas tust. Oh Gott, das Spiel ist ja richtig schlimm. Wollen wir noch durch den Dings laufen? Durch die Höhle? Durch die Höhle, ja. Ja. Yeah. Lass mal gucken, ob wir vielleicht noch ein paar Noobies finden. Komm, mindestens 20 Noobies müssen wir schon machen. Wir dürfen ja keine Noobs sein, weißt du? Man kann... Oh, warte mal, das könnten wir eigentlich auch machen. Es gibt da diesen einen Schornstein. Der hier hinten? Ja, das ist, glaube ich, sowas wie so eine Obby. Wie kommt man da hin? Warte, ich zeig dir das kurz. Man kann quasi hier lang. Und dann ich wurde gefallen. Aber das ist quasi auf diesem Schornstein quasi auch wie so eine kleine Obby. Aber irgendwann geht es einfach nicht mehr. Oh, doch! Lauf mal die Dings. Oh mein Gott. Ich komm. No way, Alter. Was ist das? Das ist ja mega cool. Luca, gib Gas. Spring mit deinen Froschschenkel hierher. Das ist doch genial, Junge, oder? Wir sind einfach im Himmel. Obby. Bist gut in Obby. Ich glaube, hier kannst du auch einen richtig nicen Gott wahrscheinlich freischalten. So einen Luftgott oder sowas. Ja, ich bin gestorben. Oh mein Gott, Luca. Und das einfach in der Aufnahme. Nein. Ah, nein, ich auch. Oh mein Gott, warte mal, muss man das alles auf einmal schaffen? Aber die Obby ist wirklich leicht. Also man muss sich nur konzentrieren. So, man darf halt keinen Schrott machen. Aber ich glaube, wenn du die Obby geschafft hast, dann kriegst du den Luftgott oder sowas. Oh, das müssen wir schon machen eigentlich. Yeah. Ich bin gestorben wieder. Tja, ich werde es jetzt machen. Da ist dieser komische Ring, da kommst du gefühlt nicht durch. Welcher Ring? Achso, der weiße da? Ja. Nee, den habe ich geschafft. Ohne Probleme geschafft. Eigentlich wollten wir ja durch die Höhle und jetzt sind wir doch wieder im Himmel gelandet. Von der Hölle in den Himmel. Von der Hölle in den Himmel, ist echt so. Oh, okay. Dann ist hier sowas so zum Hochklettern, auch nice.
Oh mein Gott. Ich habe den Luftgott gefunden. Oh, Luca. Willst du, warte mal, Luca, komm rüber. Ich kann dir das kurz zeigen. Komm zu mir einfach rüber. Da kann ich dir kurz zeigen. Ladybug-Noob. Ich habe diesen Ladybug-Noobi freigeschaltet. Ladybug-Noobi, woher hast du den gefunden? Okay, weißt du, dann machen wir 1-1. Ich finde, ich habe dann den Gott gefunden. Den Wolken-Noobi. Epischer. Und du hast den Ladybug-Noobi gefunden. Und jetzt können wir zusammen noch durch die Höhle gehen, weißt du? Los geht's, komm. Warte, ich zeige ihn dir nochmal kurz, den man da bekommt, damit du den mal gesehen hast. Das ist nämlich der Wolken-Noobi. Das ist der. Viele Oha. Benutzen ihn auch. Oh, ist das deiner? Ja, das ist meiner. Alter, krass, der ist auch cool. Crazy. Okay, dann lass Dings gehen. Höhle. Und zurücksetzen. Ab in die Höhle. Höhle. Hier gibt's bestimmt den Mining-Noobi. Boah, ist das dunkel. Ist echt viel zu dunkel hier. Guck mal, man kommt hier auf der anderen Seite raus. Oh, da ist ein Sensei-Noobi. Dieser Sensei, der immer kommt. Ich glaube, das ist der auch, oder? Nee, das ist der Samurai-Noobi. Samurai. Hey, da ist ein geheimer Pilz. Safe. Den kann man auch... Das ist ein geheimer Noobi. Wieder eine versteckte Welt. No way. Das ist ein Obby wieder. Oh nein. Tja, zeig mal hier, was du kannst. Oh mein Gott, das ist ein Sprung-Obby sogar. Okay, let's go. Oh nein, ich werde sterben. Wow. Okay, okay, okay. Das ist crazy hard. Ey, das wird safe wieder ein seltener sein. Einfach einen legendären Pilz gefunden, ne? Das war gerade wirklich nur Luck. So einfach so ein ganzer, so ein Pilz sorgt einfach für so eine komplette Welt. Bitte dieser Schrei. Nein! Ich hab den letzten Sprung nicht geschafft. Oha. Aber, man, aber das ist zum Glück nicht so unfair wie bei dem anderen. Ich hab's geschafft. Hast du's? Ja, Pilz-Noobi, seltene. Oh mein Gott, Alter, nicht schlecht, Mann. Jetzt hast du echt mal eine Obby vor mir geschafft. Ich hab den letzten Sprung nur nicht gemacht. In der Mitte ist so ein seltenes Dings da. Seltener Smiley. Yes, yes, yo! Ich hab jetzt auch. Meinst du, der lila Smiley in der Mitte? Ja, Entschuldigung. Ja, ich glaube, der gibt einfach richtig viel Geld. Pilz-Noobi, selten! 100! Dann lass wieder zu Hause treffen. Lass nochmal Clothing gehen. Da waren wir noch nicht drin. Ist auch so eine. Einmal Kassiererin. Kleidungsstuff-Noobi. Und dann gibt's hier nochmal. Mama-Noobi! Nice. Mama-Noobi. Perfekt, Alter. Aber warte mal, gibt's hier kein Secret? Hier ist so eine Obby. Oh, das ist noch eine Obby, die man machen kann. Eine kleine Water-Obby. Oh mein Gott, diese Noobi-Welt ist so riesig. Oh, weißt du, was wir noch machen könnten zum Schluss? Oh, ich habe gesehen, wie du gerade gestorben bist. Lol. Da ist ein Wasserfall. Kann man den hochschwimmen? Ich glaube, du kannst hinten an den Wasserfall sogar gehen. Oh, yes. Oh, wow. Alter, versuch nochmal. Oh mein Gott. Du kannst auf diese Eisfläche draufspringen. Auf diese Dinger da, genau. Und dann, wenn du hier durchgehst, bist du einfach hier in so einem Secret Room. Das ist ja über nice, wie das hier klingt. Nein, nein! Bist du auch gestorben? Ja. Oh, das müssen wir noch machen, komm. Das Finale einfach. Alter, die Obby ist gar nicht so leicht. Oh, es gibt auch mehrere Welten. Ja, ja, man kann auch so quasi in so eine Stadt und so fahren. Okay. Ey, ich glaube, ich hab's. Junge, das ist der Wassergott! Der Wassergott, Noobi! Ich hab ihn einfach. Der Wasser-Noobi! Wasser-Noobi! Ich bin auch beim Wasser. Bist du beim Wasser-Noobi? Aber ich bin bei einem anderen, hey, oder? Wie jetzt, was ne anderen? Blasen-Noobi. Blasen-Noobi? Der ist episch. Wie jetzt? Hä, bist du dasselbe Ding gesprungen wie gerade vorhin auch? Nee, ich bin in das Portal aus reingefallen. Ah, warte, dann gehe ich da auch mal kurz hin. Alter, dieser Superheld Wasser-Noobi ist ja mega cool. Komm mal nach Hause. Guck dir das mal an. Oh. Das ist heftig, oder? Zeig mal deinen Blasen-Noobi. Yo, der ist auch heftig. Crazy, Alter. Okay, Leute, das war die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben. Das letzte Wort bekommt natürlich Luca, der hier heute als Gast mit dabei war. Es hat mir auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Und nicht vergessen, meldet euch gerne beim Newsletter an, weil ich bin auch hier und ja. Genau, Leute, falls ihr also auch Bock habt, meine Folge mit aufzunehmen, könnt ihr gerne in der Videobeschreibung reinsehen. Da kann man sich im Newsletter anmelden. Da posten wir immer weitere Events, falls wir mal wieder so eine Aufnahme planen mit Zuschauern, dass ihr mit dabei sein wollt. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.